Wir sollten eine Pause machen. Wirklich weit sind wir noch nicht gekommen. Meinst du, wir sind in Sicherheit? Keine Sorge. Der König der Pandas hat gesprochen. Wir sind sicher. Der König der Pandas? Wer ist das? Wer das ist? Kleiner, er steht doch vor dir. Was? Du? Du bist doch gar kein Panda. Was willst du damit sagen? Natürlich bin ich ein Panda. Das kann doch gar nicht sein. Ich bin doch ein Panda. Du? Ein Panda? Entschuldige, da muss ich erst mal laut lachen. Also gut, was glaubst du, bin ich dann? Nun ja, also, du bist, erst einmal bist du viel zu flauschig, um ein Panda zu sein. Und deine Füße, die sind viel zu groß. Ich würde sagen, du siehst eher aus wie ein Elefant. Ein Elefant? Aber da, wo ich herkomme, sehen alle Pandas so aus wie ich. Also, das macht mir aber wirklich Angst. Nun, dann muss einer von uns ein Lügner sein. Und wir beide wissen, dass ich es nicht bin. Tja, wenn du mit mir nach Hause kommst, dann zeige ich dir, dass ich nicht lüge. Oh, aha. Das ist genau das, was der allwissende Konfuzius gerade vorschlagen wollte. Aber zuerst ruhen wir uns ein wenig aus. Ja. Aber das Wasser! Ach, kein Problem. So schnell wird es schon nicht steigen. Das Wasser! Ich wäre fast ertrunken. Worauf wartest du noch, Manchu? Habe ich dir nicht erklärt, dass wir nicht hierbleiben können? Also diese Kinder heutzutage hören einem... Hey, warte mal. Ich glaube, ich habe doch eine Idee, wie wir die anderen dazu kriegen, uns zuzuhören. Na und? Dann spuck es aus. Yong Fu, sie ist ein Leopard. Bin ich das? Hilfe, Hilfe! Ne? Ein Leopard ist hinter mir her. Was? Er will mich fressen. Ein Leopard, sagst du? Wo? Okay, das war dein Stichwort. Alles klar, Champ. Du schaffst das. Und jetzt geh da raus und zeig, was du drauf hast. Los, schnapp sie dir, Tiger. Ich meine, Leopard. Ja, okay. Das schaffe ich. Okay, alles klar. Und los geht's. Ja, gut so. Geh um dein Leben! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh, bitte, was willst du denn von uns? Ich will euch fressen! Lass sie in Ruhe! Los, haut schnell ab! Ich halte ihn auf! Du fieses Monster! Fang mich doch, wenn du kannst! Wir haben's geschafft! Ja, das haben wir! Du bist ein echtes Naturtalent! Du solltest dich lieber beeilen und zurückgehen. Ja, du hast recht. Und ihr kommt nach. Aber lasst euch nicht sehen. Wiedersehen! Tschüss! Ciao. Also gut. Aber mit leerem Magen soll man nicht reisen. Essen ist fertig. Oh Mann! Schling nicht so. Oh, ist das nicht niedlich? Hat es denn schon einen Namen? Manchu. Er ist schlau. Ich habe das Gefühl, dass ich die Antworten auf manche Fragen einfach weiß. Es klingt verrückt. Ich find's jedenfalls ziemlich cool. Du bist auch ziemlich cool. Für ein Mädchen. Hilfsbereit. Oh nein, ein Leopard! Lass uns verschwinden. Er sieht nicht gerade sehr gefährlich aus. Ich hab euch einen Hunger. Wir sollen ihm helfen. Träume ich oder bin ich im falschen Film? Und mutig. Wir werden runterfahren, um zu sehen, ob es geht. Richtig, Konfusius? Wenn ich ehrlich bin, habe ich keine Lust. Ich lebe noch. Ich habe es überlebt. Ein kleiner Panda. Ich muss euch leider sagen, dass wir in Gefahr sind. Und zwar in großer Gefahr. Also gut, hört alle her. Geht und packt eure Sachen. Erlebt das größte Abenteuer aller Zeiten.
seine Vorfahren sehr stolz gemacht. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Kleiner, starker Panda. Ich heiße Manchu. Und wie heißt du? Ich heiße Manchu. Hey, ihr seid ja zu zweit. Zu zweit? Drei. Ich heiße Manchu. Oh Mann, sind die bekloppt. Ich hau ab. Demnächst im Kino.